Hallo ihr Lieben, ja, ihr seht richtig, das ist ein Star Wars Shirt und ich kann jetzt nicht weiter aufstehen, weil ich keine Hosen anhabe, weil es gerade so heiß ist. Aber mal abgesehen von diesem heißen Geständnis bezüglich der Raumtemperatur, habe ich hier was richtig Geiles und zwar ist das die Absinth-Schokolade aus der Tschechei, die mir Steffen und Stefan mitgebracht haben. Richtig coole Absinth-Schokolade, cool, weil sie auch gerade im Kühlschrank war, ihr seht es vielleicht noch, das sieht man hier so ein bisschen, es ist gefroren. Eine Schokolade, vor der ich sehr, 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 sehr großen Respekt habe, denn hier hinten steht nämlich drauf, dass die Slowatschki 45% Alkohol enthält. Oder ist es nur der Alkohol der Schokolade, der 45% enthält? Das ist eine gute Frage. Sie ist auf jeden Fall noch lange haltbar. Es ist eine Schokolade mit Absinth, dem schlimmsten, stärksten Alkohol der Welt. Auf keinen Fall nachmachen, nicht nachkaufen. Alkohol hat immer so eine schreckliche Nebenwirkung. Heute ist Samstag, ich bin allein zu Hause, kann keinem auf den Sack gehen. Also probiere ich mal ein Stück von dieser Absinth-Schokolade. Und wie gesagt, Alkohol sowieso, erst ab 18. Nein, ich bin kein Spießer, aber es lohnt sich nicht. Ich sage es euch ganz ehrlich, damals in der Schule, die Coolen, die schon unter 16 getrunken haben, ja. Wisst ihr, wie die jetzt aussehen? Die sehen nicht so aus wie ich, die sehen nämlich 10 Jahre älter aus. Und ja, der Junkfood-Guru lüftet sein Schönheitsgeheimnis. Wollte mit über 30 noch aussehen wie unter 30, dann fangt nicht zu früh mit dem Trinken an und lasst euch noch ein bisschen Zeit damit. So, nach dieser moralischen Verpflichtung, der ich jetzt nachgekommen bin, auch mit gutem Beispiel voran, kann ich mich jetzt auch an diese Absinth-Schokolade wagen. Die hole ich jetzt mal raus und wow, die sieht ja auch schon mal richtig cool aus. Guck mal von hinten, richtig schick, richtig edel. Also hier ist echt so eine Prägung mit drin und ja, ich mache die jetzt mal gleich offen, jetzt direkt offen. Wisst ihr, was meine letzte Challenge war, die ich hier gehabt habe an Süßigkeiten, wo ich mich nicht rangetraut habe? Das waren diese Männerpralinen waren das, glaube ich. Und die waren gar nicht mal so schlecht. Die hatten irgendwie so eine Whisky-Füllung. Absinth-Schokolade, also angeblich eine Whisky-Füllung, man hat den Whisky kaum rausgeschmeckt. Absinth-Schokolade ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Muss ich mal ehrlich sagen. Guckt mal, die sieht richtig schick. Richtig edel aus. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Man riecht den Alkohol auch gar nicht so raus. Ich werde jetzt auch gar nicht so ein großes Stück nehmen, sondern nur ein kleines Stück. Und werde euch berichten. Also die Schokolade scheint von hoher Qualität zu sein. Denn ich habe mal gelernt, ja, ich weiß, wie man so ein Video streckt, sorry. Wenn eine Schokolade sauber abbricht, zeigt es, dass ein hoher Kakaogehalt drin ist und die Schokolade qualitativ wertvoll ist. Und wenn sie splittert und keine klare Bruchkante hat, ist die Schokolade nicht so hochwertig, ja? Das habe ich in einem offiziellen Schokotest gelesen. Ich bilde mich ja auch fort. So, das ist die Absinth-Schokolade. Ich werde mal reinbeißen. Und ich glaube auch nicht, dass die Schokolade zu 45% des Alkohols besteht, sondern der Anteil des Alkohols in der Schokolade aus 45%igem Absinth. Hat man das verstanden? Ja, ne? Ja. Weil hätte die Schokolade 45% Alkohol, würde ich jetzt hier von der Couch fallen, rumheulen und mir würde die das Pipi in die Augen schießen. Also, diese Schokolade ist mit Absinth und toll. Ich habe so blöd abgerissen hier oben. Ich kann gar nicht mehr gucken. Und ja. Hat so eine leichte, aromatische, ich habe in meinem Leben noch nie Absinth getrunken, so eine scharfe Note, aber es geht. Es schmeckt sogar. Also, definitiv was, was man vielleicht was ganz Besonderes seinen Eltern schenken kann oder sich mal gönnen kann, wenn man in Rente geht. Nein. Ist eine schöne Schokolade für Erwachsene. Ist sowieso ein cooles Mitbringsel, muss ich sagen. Macht ihn jetzt nicht besoffen. Ich kriege hier keinen Schnapskoller. Also Weinbrandbohnen sind definitiv schlimmer als diese Absinth-Schokolade, die mich tatsächlich positiv überrascht. Mit einem leckeren Aroma. Und von daher
Jetzt mal ehrlich, ich mag eigentlich keine Alkoholiker und Süßigkeiten. Das Aroma ist toll. Schokolade ist so hochwertig. Ohne Absinth wäre sie wahrscheinlich, würde sie 10 Punkte kriegen. Aber für eine Schokolade mit Schnaps, mal ohne Witz, kriegt die hier 8 Punkte. Richtig, richtig gut. Und das liegt nicht daran, dass ich betrunken bin, sondern dass die Schokolade, echt hammer, hammer geil schmeckt. Schon gesagt, hochwertig. Gibt es bestimmt auch ohne Absinth, aber hier aus der Tschechei, aus Prag. Extrem hochwertig, tolles Produkt. Ich mag es, das kann was. So, das war's mit meiner kleinen Schokoladen-Challenge und Absinth-Schokolade hier. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Gebt mir einen Daumen nach oben fürs Video, gerne sonst auch fürs T-Shirt. Ansonsten Kanal abonnieren, habt ihr aber, glaube ich, schon gemacht. Und Kommentare, freue ich mich immer wieder drüber. Was war denn so bei euch die ausgefallenste Schokolade, die ihr je gegessen habt? Das würde mich auch mal interessieren. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!